Wir machen weiter mit Zelda Twilight Princess. Und bevor ich es vergesse, gehen wir jetzt zum Goldenen Wolf. Weil, wie ihr wisst, ist er hier am Friedhof von Kakariko. Wir müssen ja noch einen Stein im Wald abholen. Und ja, irgendwo hier musste er sein. Da ist er. Da ist er. Ich dachte, hier wäre eine Geisterseele. Aber nein, die haben wir, glaube ich, schon geholt. Hallo. Die weitere okkulte Kunst wartet auf uns. Der Link aus OOT. Sei mir gegrüßt. Es wird Zeit, dein Geheimnis um die verbleibenden okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lernen will. Unter den Techniken, die ich dich lernen werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du auch diese lernen? Ja. Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Also, los, greif mich an. Okay, so. So, yes. Schön vernichtet diesen Asi. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die fünfte okkulte Kunst. Das Blankziehen. Okkulte Kunst Blankziehen. Es gibt Meister des Schwerts in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacken und Rundumhöhe gewappnet sind. Das stimmt. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lehren. Die ist dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in den Scheide und springe auf deinen Gegner, ohne ihn mit L anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert, noch bevor der Gegner beide deine Bewegung vorausahnen kann. Oh, scheiße. Unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man Blankziehen. Also dann, versuch es mal. Oh, shit. Also, ich muss mein Schwert weglegen. Blankziehen! So. Yay. Nun, das war ein kühner Schlag, aber vergiss nie, dass du mit diesen Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun hast du auch die fünfte okkulte Kunst des Blankziehen erlernt. Yay! Du hast das Blankziehen erlernt. Springe deinen Gegner an, ohne zuvor das Schwert zu ziehen oder ihn mit L anzuvisieren. Nun gibt es noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Über dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Mögen unsere Wege erneut kreuzen. Oh yeah! So, und jetzt können wir zurück, denn, wie wir wissen, müssen wir in ein vergessenes Gebiet, nenne ich mal so, in diesem Spiel. Doch wo war es? Es wurde auf der Karte markiert. Aha, Ebene von Hyrule. Okay. Hab verstanden, wo es ist. Ich ruf mal Epona zu Hilfe. Und wir werden das regeln. Hallöchen. Wir müssen hier entlang. Ja. Doch wir müssen jetzt über diese verleckte Station über die verleckte Hyrule-Ebene. Keine Ahnung, auch wieso sie so leckt. Normalerweise muss es nicht sein. Ja, aber es leckt trotzdem. Aber wir werden das schon langsam schaffen. Oder auch schnell. Ich hoffe nur, dass keine Assis auf mich hier warten.
Und das waren doch ein paar Assists, die aber meine Wirbelattacke in die Fresse bekommen. Und nichts mehr. Außer der Wirbelattacke. Oder ein Pfeil ins Arsch. Was wäre daraus? Du bekommst die Wirbelattacke. Damit du schön stirbst. Ihr seid mir alle egal und ich könnte mich einfach nur porten. Wäre einfacher. Aber okay. Ach, ihr könnt nichts. Ihr solltet auch mich nicht verfolgen. Loser. Ah, ah, ah. Du kannst auch nichts. Das sage ich dir, mein Freund. Du kannst nichts. So. Hierhin. Dann sind wir fast da. Ich habe sogar eine Vorstellung, wo das ist. Ich muss nur euch erschießen. So. Ist daneben gegangen. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Hier ist es. So. Ich werde jetzt absteigen. Im Boden lasse ich hier unter Beschuss. Ja. Natürlich nicht. Ich werde diese Dinger jetzt besiegen. Hallo. Und dich werde ich snipern. Und dich da auch. So. Es bringt nichts hier mir zu schießen. So, hier ist es. Und das, kann ich euch sagen, ist ein wirklich geiles Gebiet. Ein sehr, sehr geiles, geiles, geiles Gebiet. Hier ist es, glaube ich. Ich hoffe es auch. Ja, da ist schon der Grogor, der Oberhaupt der Goronen. So. Das Dorf, den du suchst, liegt direkt vor dir. Die Ältesten nennen es auch das vergessene Dorf. Aber passt besser auf, irgendwie riecht es hier nach Ungeheuern. Ein besonders starker ist da, kommandiert. Eine Meute von hühnerartigen Kreaturen, die fallen über alles her, was sie sehen. Schätze ungefähr 30 oder nee, höchstens 20 sind es. Und ich vermute, in dem Dorf findest du höchstens noch ein paar verstreute Überlebende. Na gut, mit den Monstern wirst du sicher fertig, oder? Du musst sie in allen erledigen, sonst ist die Retterin des Mädchens verloren. Und wenn du wissen willst, wie du diese Kerle besiegen kannst, schnapp sie dir, bevor sie dich entdecken. Alles klar? Ich hau ab. Du kannst es alleine erledigen. Ja, anstatt mir zu helfen, der kann sie alle wegfetzen, müssen wir das alleine erledigen. Aber okay, wir haben mehr Spaß. Achtet auf die Musik. Eine geile Musik, die sehr zu dieser Stimmung hier passt. Und Sniper Link ist am Start. So. Wir müssen diese Dinger erledigen. So. Doch wir müssen auch darauf achten, dass uns die Pfeile nicht ausgehen. Also kombiniert man am besten das hier. Um besser snipern zu können. So werde ich dich hier treffen. So. Ja. Perfekt. Wo gibt's noch solche Asis? Ich kann hier hinschießen. Dann werdet ihr beide getötet. Tralalalala. Hallo, mein Freund. Nimm das. Du bitte auch.
So. Du auch. Und dich spreng ich wahrscheinlich so in die Luft. So, 10 sind schon erledigt. Geilomat. Doch wir müssen trotzdem aufpassen. Es werden trotzdem manche uns bemerken. Hier können wir, glaube ich, das Fenster einschlagen, ja. Doch zuerst vernichte ich dich. Check ab, ob hier noch jemand ist. Nein, sieht danach nicht aus. Nein, bitte leck hier nicht. Nein, 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 nein. Okay, danke. So, hier ist niemand mehr. Okay, wir können auf den Balkon. Aber vorsichtig. Erstmal Ausschau halten. So. Oh shit, davor habe ich es gemeint. So. Aufpassen. Link. Die Musik ist geil. Aber man darf nicht vergessen, dass es hier eine Mission ist. Und nicht nur um auf der Musik zu chillen. So. Da ist jemand drinne. Da können wir easy eine Bombe reinschmeißen. Stimmt's? Nein. So, wir machen das so. Perfekto. So. Kabumski. Ja, ja, komm. Verfolg mich doch. Verfolg mich doch. Wie schlagt der eigentlich durch die Wand? So, du hast mich immer noch nicht bemerkt. Dann kriegst du einen Header vom Sniperlink, der am Start ist. So. Immer schön umgucken. Weil es können auch fies versteckte Gegner sein. So. Und immer vorsichtig. Damit man nicht auf die Fresse kriegt. Aha. Von dir werde ich dort erschossen. Ja, dir wird jetzt das Lachen vergehen, mein Freund. Du kriegst auch was in die Fresse. Doch, come on! So! Jetzt habe ich dich vernichtet. Oh shit. Du-da-la-la-la. Wenn sie einen bemerken, das ist es schon scheiße. Aber man kann auch trotzdem durchkommen. Und zwar, wenn man vielleicht solche Gassen nimmt. So. So, die können mich hier nicht treffen, aber ich dich doch. So, es sind 4. Es fehlen nur noch 4. Aha. Denkst du, ich sehe dich nicht, mein Freund? Denkst du, ich sehe dich nicht? Hast du gedacht, ich sehe dich nicht? Dich sehe ich auch und du kriegst ein paar Stechattacken in die Fresse. Du auch. Zwar keine Stechattacken, aber ein Pfeil. Und der letzte. Wo hat er sich versteckt? Der Schlusslicht. Ach Gott.
Der hat sich irgendwo hier versteckt. Oh, ein Baumrubin. Irgendwo hier hat er sich versteckt. Irgendwo hier hat er sich gemütlich gemacht. Moment mal. Wenn ich mich... Aha. Irgendwo von dort oben kommt das. Okay. Da muss ich wohl ein bisschen aufpassen. La 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 la, die Musik ist geil. Aha! Da habe ich dich schon gesehen, mein Freund. Und ich werde dich ja jetzt so erschießen. Hä? Link, visiere ihn an. So, jetzt sind alle K.O. Und dieser jemand kann nach draußen. Oh. Ist wahrscheinlich eine alte Frau, die schon lange in diesem Dorf ist. Die Bestien, ihr Heulen hat aufgehört. Oh. Hallöchen. Hast du etwa... Der Retter, du bist gekommen, unseren Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dich nicht in die Tür gehört habe. Ach, ist schon okay. Ich bin Grenier, oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Eine Bewohnerin dieses Dorfes. Moment mal. Ich wurde nach dem alterwürdigen Erbe dieses Dorfes benannt. Moment mal. Das verstehe ich jetzt nicht. In diesem vergessenen Dorf lebte einst ein Volk des königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es verfallen und du siehst ja selbst, dass an diesem Ort die schrecklichen Dämonen ihr Unwesen treiben. Entschuldige bitte, du sagtest, dein Name ist Link, nicht wahr? Oh, ich ahnte es schon. Du hast den jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als sie hier gefangen war, hat sie mit mir immer Mut zugefroren und gesagt, du würdest bestimmt kommen, um zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich noch Sorgen um mich, alte Frau. Aber ich warte hier auf den Befehl des Königs, auf den Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesen Befehlen widersetzen und das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? Sie gab es mehr alten Greisen, obwohl ich so viel daran lag, dass sie es immer bei sich trug. Du erhältst Elias Halskette. Sie gehörte früher den Alten, die Elia gerettet hat. Ein Schlüssel zu Elias Erinnerung, lege sie auf. Lalalala. Ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte gib es ihr zurück unbedingt. Okay, jetzt kann ich eins nicht verstehen. Im HD Remaster von diesem Spiel hieß diese Frau Impatz. Und dieses Dorf wurde von Impa erbaut. Was sehe ich denn da? Den letzten goldenen Wolfstatue. Dieses Dorf wurde von Impa erbaut, wenn sie Impatz heißt. Und wieso das jetzt so ist in diesem normalen Spiel, das weiß ich nicht. So. Ich guck mal aber gerne in die Wohnung rein. Oder in das Haus. Zu viel Spinnennetze, aber sieht nicht schlimm aus. Da sage ich es. Da gebe ich es zu, sieht nicht schlecht aus, kann man wohnen. Obwohl Link ein Luxushaus braucht, nachdem alles, was er getan hat, für Hyrule. Kannst du mir diesen Stab hier reparieren? Oh, dieser Stab! Ist das etwa? Der Kopierstab!
Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man, dass man sich das von langer, langer Zeit eine Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanen verkehrten, von diesem einen Stab geschenkt bekam, der eine seltsame Kraft innen wohnte. Dieser Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einer von den Königsfamilien anerkannter Herold der Wolken wurde es geschafft, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf dem Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument, auf dem der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieser Dokument. Bitte nimm es. Du erhältst das Kumulaner-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulaner verfasst. Aber der Text enthält einige Lücken. Lege sie auf. Blablabla. Dieser Dokument ist eine alte Sprache der Kumulanen geschrieben. Ich bin so froh, dass ich es hier geblieben bin. Wenn ich diesen Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Okay, der Stab funktioniert zwar immer noch nicht, aber was soll's. Hier gibt's noch eine Sidequest, die ich aber jetzt nicht erledigen werde. Weil die Sidequest ist wirklich nervig. Ich treibe lieber Unsinn. Wie das hier zum Beispiel. Und das. Und diese Kisten kann man nicht zerstören. Nein. Leider. Okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zurück nach Kakariko. Und Ilia ihre Halskette zurückgeben. Soll ich das jetzt sofort machen? Natürlich. Wappen. Ach Gott, mich sieht hier keiner. Willst du mich verarschen? Okay. Hier sieht mich aber keiner. Du willst mich verarschen. Oder was? Leck mich. Leck mich. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Lächerlich. Mich sieht da kein einziger Mensch. Wappen nach Kakariko. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich verarschen. Aber was soll's? So, dann verwandle ich mich zurück, gehe zu Ilia und werde ihr ihre Erinnerung zurückgeben. Obwohl das jetzt so zu viel mit lesen wird, werde ich es trotzdem tun. Wieso mache ich so einen großen Kreis? Okay. Yes. Wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich noch. Es roch nach Gras. Ach, hast du Gras geraucht? Das war vor langer Zeit. Wir waren noch beide noch Kinder. Link und sie haben Gras geraucht. Ach, Nintendo. Du warst immer an meiner Seite. Link, du bist es. Ja.
Jetzt. Und wer, ihr beide habt als Kinder Gras geraucht. Und Epona auch. Und die gucken. Und die auch. Und jetzt hauen sie ab. Sie wollen ja uns auch nicht stören. Und der guckt noch immer. Das hier wollte ich dir von vor deiner Abreise geben. Link, ich hoffe, du wirst es mögen. Du hältst die tönerne Flöte. Ilia hatte sie für dich und Epona angefertigt. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Link, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe. Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir gefallen hat, zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser alten Frau wird langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht, um sie und sie wartet, um zu erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur den Herold der Wolken, den einen Stab trägt, ausgehängt werden darf. Deshalb konnte ich die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Link, hast du keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Wir haben ja schon, glaube ich... Leck mich. Wir haben schon dieses Dokument. Und ja... Um Elia müssen wir keine Sorgen machen, aber wenn ihr diesen Part nicht liked und diesen Kanal nicht abonniert, dann müsst ihr euch Sorgen machen. Und wenn ihr die nächste Folge nicht einschaltet, dann müsst ihr euch auch Sorgen machen. Bis dann und tschüss.